Hallo liebe Leute und herzlich willkommen, Couchsticker 29 hier mit einem weiteren Video, was sich um die virtuellen Online-Sticker dreht, ja, das Online-Panini-Sticker-Album. Heute möchte ich für euch wieder 5 virtuelle Päckchen unboxen und öffnen und dementsprechend auch mein Sticker-Album ein bisschen weiter vervollständigen. Nicht wundern, wenn ihr das Video seht, ist das Halbfinalspiel Deutschland-Brasilien schon gelaufen. Ich habe dieses Video jetzt aber kurz vorher aufgenommen, deswegen kann ich noch nichts zu dem Halbfinalspiel sagen. Ich hoffe natürlich, dass Deutschland 10-0 gewonnen hat gegen Brasilien. Wobei ich sagen muss, so vom Gefühl her, wird eine ganz knappe Kiste. Ne? Brasilien mit 200 Millionen Leuten im Hintergrund, die da anfeuern. Natürlich der leichte Favorit, würde ich mal sagen, eben wegen der Euphorie und so weiter. Aber wer weiß, ne? Ich hoffe, dass Deutschland einen guten Tag erwischt hat und dementsprechend im Finale gegen ja, Argentinien oder Holland trifft. Ne? So, ich würde mal sagen, bevor ich die Päckchen unboxe, gucken wir unten erstmal die Tauschs an, was ich ja beim letzten Video angeleiert habe, die Tauschanfragen. Mal gucken, wie viele Sticker wir dort erfolgreich jetzt nun ertauschen konnten. Ich habe mit dem Herrn oder mit der Frau Lorena Album getauscht aus Argentinien. Ich habe da abgegeben den Herrn Stocker, Schweizer Nationalspieler, und dafür habe ich den Robin van Persie bekommen. Ja, Kopfball van Persie, Holland. Super. Und ja, mein erster Holländer, den ich auf diese Weise ertauscht habe, und dementsprechend kriege ich natürlich auch einen holländischen Fansticker. So, weiter geht's. Ich habe mit auch wieder Argentinien Mundgraf oder so getauscht aus Argentinien. Abgegeben habe ich den australischen Nationalspieler Tommy Uwar und bekommen habe ich Dennis Glushakov, Russland. So, gut. Wieder einen weiteren russischen Fansticker. Juhu! Und weiter geht's. Was ist denn das für eine Nationalität? Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Online-Brief. Keine Ahnung. Also da bin ich mir echt nicht sicher. Könnte irgendwas Asiatisches sein. Oder was? Ach, ich weiß auch nicht. Also jedenfalls ist das der Tobi Gagi. Und ich habe abgegeben den... was ist das? Algerischen Spieler oder iranischen Spieler? Weiß ich nicht. Naja, Mahini. Und bekommen habe ich dafür Josie Altidor, US-Boy. So, weiter geht's. Ich muss dazu sagen, ich habe ziemlich viele Tauschanfragen beim letzten Video gemacht. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, dass ich jetzt ein bisschen schneller vorangehe. Jetzt hier, also bla bla bla. Ich habe jetzt hier Wesley Snyder bekommen. Zack. Oh, mit einem Deutschen getauscht. Also hallo. Jetzt habe ich hier Van der Vaart, oder wie die Hamburger ihn noch vor einigen Jahren genannt haben, Van der Verrat, als er ja zu Valencia unbedingt wechseln wollte. So, also Van der Vaart bekommen. Ja, ich muss jetzt einfach ein bisschen schneller hier zur Sache gehen, weil ich einfach so viele Tauschanfragen angeleiert habe beim letzten Video. So, bekommen habe ich jetzt hier Javier Mascherano, Supi, argentinischen Fansticker. Yeah. Noch ein Argentinier bekommen, Fernando Gago, mit dem Brasilianer getauscht. So, jetzt wieder ein S-Boy bekommen, Tim Howard von Gusti 1 aus Belgien. So, weiter geht's, den Manuel Neuer getauscht, dafür den Sergio Aguero bekommen. Ich weiß auch nicht, warum ich immer dieses italienische Gestikulieren mache, wenn das ja eigentlich Argentinier sind oder Spanier, keine Ahnung. Ist ja auch nicht so wichtig. So, nochmal ein Russen hier, Kerschakov, nice. So, Huntela bekommen für das, was ist das hier, das chilenische Logo. Oh, weiteres Logo bekommen, Argentinien. So, wieder ein Russen. Ja, boah, stellt euch mal vor, dass ich jetzt jedes von diesen Tauschanfragen mit dem Kommentar versehen hätte, dann wäre dieses Video wahrscheinlich 9 Stunden lang. Also von daher gut, dass wir jetzt hier ein bisschen fixer vorangehen. So, Luis Gustavo habe ich abgegeben, dafür Jasper Kielisen bekommen. Aha, okay. So, und das war es jetzt auch endlich. 17 neue Sticker dazu bekommen. Da würde ich sagen, die tüten wir mal ganz schnell ein. Zack, boom, bam, boom, bang. So, Holland, zack. Oh, da sind noch einige Holländer dabei. Das ist leider hier. Huntelaar da. Robin van Persie. Das ist ja schade, dass ich jetzt nur noch einen habe, den ich einkleben muss. Also ich kann leider keinen Vollzug melden im nächsten Video. Ich merke mir das schon mal. Daniel Blind
Ne, da war ich ein bisschen blind bei der Tauschanfrage, aber wie gesagt, jetzt habe ich die Augen offen und beim nächsten Video sind die Holländer dann auch dran, dann habe ich die auch voll. Naja, machen wir mal weiter mit Argentinien jetzt hier. Logo kommt hierhin, zack, Mascherano kommt dorthin, zuck, Gago kommt hierhin, zick und Agüero hierhin. So fehlen mir auch nur noch zwei. USA. So, Tim Howard hier, der ja im letzten Spiel grandios gehalten hat. Ich weiß nicht, 15, 16, 17 klasse Paraden, aber am Ende hat es leider nicht ganz gereicht. Schade, ich hätte mir gefreut, wenn USA eine Runde weitergekommen wäre, aber was soll's, was nicht ist, das ist nicht. So, oh, aber wenigstens kann ich hier bei den Russen Vollzug melden, denn jetzt mit dem Herrn Kerschakow ist auch das russische Team vollständig. Hm? Danke, ja. Danke, alles klar. Nee, Autogramm gibt's später, ja? Kleiner Spaß. So, Subi, freut mich. So, die Russen sind voll. Also ich meine, sorry, ich meine, das russische Album ist voll. So meine ich das natürlich. So, Holland kommt hier hin. Zack. Na, hey. Wo ist denn der argentinische Fenster? Wo kommt denn der hin? Da. Eben hat das, wurde das irgendwie nicht angezeigt. Und ich bin immer ein bisschen faul. Ich warte immer, dass das gehighlightet wird für mich. Zack. So, liebe Leute, das hat sich also noch von unserer Tauschanfrage ergeben. Jetzt bin ich dabei, 5 Päckchen für euch anzuboxen. Und da würde ich mal sagen, legen wir jetzt los und schauen wir mal, was wir hier haben. 3 Sternchen, 3 neue Kärtchen, Sticker, das ist natürlich super. So, Sirna, ich glaube, der spielt bei... Spielt er nicht bei... Wie heißt das nochmal? Ah, wie heißt dieses Team nochmal? Ah, es liegt mir auf der... ich komme jetzt nicht drauf, aber wir werden es gleich erfahren. Jedenfalls Schirner, dann Jelavic, keine Ahnung, wo der spielt. Dann, den habe ich schon, Boubacar, Sanogo, kleiner Spaß, Boubacar, Barry von... Was ist das jetzt hier? Also heute bin ich auch schlecht, was die Flaggen angeht. Also muss ich auch gleich nachgucken. So, hier, Raphael Varane, Frankreich, das weiß ich. Und Algerien, Karl Midjani. So. Nächstes Päckchen wird geöffnet, ratzfatz. So, wen haben wir denn da? Das Logo von Kroatien. Dann haben wir Andres Iniesta, habe ich natürlich schon. Die Spanier habe ich schon vollständig. Und die sind ja auch schon vollständig nach Hause abgedüst, also passt. So, Salomon Kalou, Elfenbeinküste. Dann habe ich den Herrn Blerin Zemaili. Und neu auch dabei, ach ja, bla. Was wäre ein Video ohne diese Fehlermeldung? Also ich glaube, da würde was fehlen, lieber Couchtiger. So, weiter geht's. Honduras, Jerry Bengtsson. Und ja, ich würde mal sagen, schnacke ich nicht gar nicht lange rum. Weiter geht's. So, das ist das erste Päckchen, wo ich kein einziges neues Stickerchen begrüßen kann. Insofern, ich werde sie dennoch mal kurz vorlesen. Arthur Boca, Elfenbeinküste. Dann Luis Suarez, Leonardo Bonucci, Italien. Dann Zenat Lulic, Bosnien-Herzegowina und Miguel Veloso, Portugal. So, ja, das war ja mal nix. Ein Ersatz mit X, das war wohl nix. So, und hier im nächsten Päckchen wenigstens 2 neue dabei. Einmal den Claudio Bravo. Und da bin ich mal gespannt, denn wie ihr ja wisst, ist ja der Marc Ter Stegen, oder wie der heißt, ja, von Gladbach nach Barcelona gewechselt. Und ja, ist da die Nachfolge von Valdes angetreten sozusagen. Jetzt haben sie aber auch den chilenischen Torwart Claudio Bravo, ja, wie nennt man das, sich geschnappt sozusagen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ne, wer wird denn da jetzt momentan der erste Torwart? Soll es Ter Stegen werden oder Bravo? Also, ja, wenn das Ter Stegen wird, würde ich natürlich sagen Bravo. Ne? Ne? Wortspiel? Naja, also ich würde mich natürlich freuen, wenn Ter Stegen dort ja, der erste Torwart ist und bleibt. Aber wie gesagt, ne, wer weiß, was die Verantwortlichen bei Barcelona sich denken. So, weiter geht's. Elfenbeinküste, Boubacar, Barrier, den habe ich eben schon erwähnt. Neu ist Yuto Nagatomo. Japan. Ich sage immer Japan. Japan. So, Japan. So, Nigeria, Ide Brown und nochmal Algerien, Safia Taider. So, und dann habe ich, glaube ich, jetzt auch schon das letzte Päckchen vor der Nase. Zack. Und 2 Sternchen haben wir, also 2 neue. Ansonsten ist das einmal Mexiko, Jesus Corona. Dann, ach ja, nochmal Mexiko, Hector Herrera. So, dann haben wir hier, was ist das? Ghana, Vincent Abubakar. Abubakar oder so. Spanien-Logo und neu dabei auch DeMarcus Beasley.
So, das war's. Das müsste es jetzt gewesen sein. Zack, genau, das war's. Und jetzt würde ich sagen, kleben wir die Leute mal ein. Und hier das Logo, Kroatien. Zack, ah, da fehlen mir ja auch noch eine Menge. Ja, ja, ja. Also ich versuche jetzt bei den Tauschanfragen jetzt mal ein paar Teams vollständig, voll zu daddeln. So, weiter geht's. Das ist der Herr Jelavic. Und, achso, ja, einer hatte ja in den Kommentaren irgendwas gefragt, ob ich ein Tauschteam habe. Und ich habe mich tatsächlich bisher noch kein einziges Mal wirklich mit der Thematik Tauschteam befasst. Ich würde mal sagen, nach dem Video werde ich mich da auch so ein bisschen schlau machen. Und dann gehe ich dann vielleicht nochmal auf diesen Kommentar ein. Und dann kann ich vielleicht auch dann dementsprechend ein neues Tauschteam beim nächsten Mal begrüßen. So, ne? Das geht dann natürlich dann nochmal extra ratzfatz. So, hier ist der Abu Bakar, der kommt hier hin. Chile, Claudio, Bravo. So, dann haben wir jetzt hier, warte mal, das ist manchmal schwer zu sehen, wo die Neuen sind. Hier, Elfenbeinküste. Côte d'Ivoire. Dann haben wir Salomon Kalou, Japan, Nagatomo. Hi! So, und jetzt geht's weiter mit dem Herrn Varane, Frankreich. So, Honduras. Da kommt der Herr Bengtsen hier hin. Und jetzt habe ich auch nur noch zwei neue. Das ist einmal der Beasley und da fehlt mir auch nur noch einer. Und das werde ich natürlich mir auch notieren auf meinen Denkzettel hier, dass ich den Blind Holland mir ertausche, sodass ich das holländische Team voll habe. Und auch den Herrn Omar Gonzalez, dass die US-Boys vollständig sind. So, Algerien, da fehlen mir auch noch ordentlich Leute. Mediani kommt hier hin und wie wir sehen, sehen wir nix. Das war's, das sind alle neuen, die ich jetzt eingetütet habe und ja, Mann ey, 55 neue Sticker zum Tauschen, nicht schlecht. Packe ich diese mal auch schnell auf den Tauschstapel und dann werden wir noch kurz eine Tauschanfrage initialisieren, um das mal fachmännisch auszudrücken. So, ansonsten gibt es ganz kurz was zu sagen zu dem Halbfinale. Ich habe, glaube ich, alles gesagt. Ich hoffe natürlich, die Deutschen kommen weiter. Ist Tagesform und mit null Bock Özil bin ich mir da nicht so sicher. Aber natürlich will ich nicht sagen, hätten wir bloß den Marco Reus dabei gehabt. Weil, ja, was willst du sagen? Der Neymar ist auch nicht dabei. Insofern hält auch das nicht als Ausrede oder als Entschuldigung. Wir müssen wirklich alles aus uns rausholen und ich hoffe, dass Özil auch endlich mal einen guten Tag hat, wo er wirklich mal sein Potenzial abruft. Weil ich verstehe das echt nicht so. Weißt du, Weltmeisterschaft, 50 Billiarden Leute gucken zu und ich verstehe einfach nicht, warum man da nicht wirklich Vollgas gibt und wie gesagt, ich stehe auch nicht auf dem Platz, ist auch alles nicht einfach, natürlich mit dem Druck und man spielt ja auch nicht gegen No-Name-Teams, insofern, aber dennoch, nee, Özil, also heute will ich mal von dir eine super Leistung sehen, 5 Tore und 19 Torvorlagen, ja, okay, super, freue mich. So, also, jetzt geht's aber los, achso, ja, und Argentinien gegen Holland, also, ich sehe die Holländer einfach als Mannschaft im Vorteil. Robben in Top-Verfassung, die haben einfach super Spieler. Ne? Und Argentinien ist zwar auch gut, aber ich glaube, Di Maria fällt aus. Und Messi ist ja halt so der Motor, also ohne Messi, da geht halt nicht allzu viel. Ne? Also natürlich ist Argentinien trotzdem eine super Mannschaft. Ich sehe Holland im Vorteil. Ich würde mir aber wünschen, dass Argentinien im Finale auf Deutschland trifft, weil da sehe ich die Chancen für Deutschland nochmal ein bisschen größer, als wenn wir gegen Holland spielen. Insofern, ja, mein Wunschfinale ist Deutschland-Holland. Vielleicht das realistischere Finale ist momentan leider ja, Brasilien-Holland. Mein Wunschfinale ist, was habe ich da gesagt? Deutschland gegen Argentinien. So, habe ich das eben schon gesagt? Naja, egal. Aber wie gesagt, ja, mal gucken. Wir werden es spätestens morgen Abend wissen. So, jetzt geht's los. Also, ich fange an mit Holland. Nee, jetzt geht's hier erstmal hier um irgendwelche Sticker, die ich anzubieten habe. Ja, was weiß ich hier. Mache hier irgendwelche Leute. Bla, bla, bla. So, und jetzt geht's los. Jetzt möchte ich gerne anfangen mit Holland. Wo ist denn Holland hier? Da. Und da möchte ich den Blind bekommen. Das klingt immer lustig. So, ich habe jetzt eine blinde Tauschanfrage gemacht. Lustig. So, jetzt, ach, USA, genau, da fehlt mir noch der Gonzales und jetzt versuche ich mal,
Ja, mal gucken, die Argentinier voll zu bekommen. Und Korea, da fehlen mir auch noch einige. So, das ist die Tauschanfrage Nummer 1. Weiter geht's mit der zweiten Option. Ja, Veloso, bla. Nee, zack, boom. Ghana. 1, 2, 3, 4. Einer fehlt mir noch. Hatte ich den Brown schon? Warte mal, mach ich mal lieber den Japaner hier, Uchida. So, mal gucken, Ecuador. Oh, da fehlen mir auch noch eine Menge. Würde ich sagen, mache ich jetzt mal 2 von Ecuador. Iran. Oh, da fehlen mir ja noch eine ganze Menge. Also ich war wirklich nicht allzu fleißig, muss ich sagen. Aber wie gesagt, habe auch so viel zu tun. Das heißt, ich kann auch nicht jeden Tag hier irgendwie ein Video machen. Ich versuche es aber hinzukriegen, dass ich auch in Zukunft, auch nach der WM, mindestens 3 Videos pro Woche mache über ja, Sticker und anderen Krams. Ne? Gucken wir nochmal, was ich da genau vorstellen werde, spielen werde, zeigen werde und so weiter und so fort. Ja, gucken wir mal. Ne? So, Algerien. Alles ein bisschen planlos gerade. Nee, ich will den Ronaldo nicht. Ich hatte mir ja vorgenommen, ich wollte den Ronaldo auf normale Weise in ein Päckchen bekommen, aber irgendwie scheint er wohl ganz rar gesät zu sein. Deswegen, wisst ihr was? Ich ändere meine Meinung. Ich will jetzt mal den Ronaldo und mal gucken, für wen ich den tauschen kann. Angel Di Maria und dafür möchte ich jetzt Cristiano Ronaldo. Ne? Weil irgendwie, der scheint ziemlich rar gesät zu sein hier im Online. Ist egal. So, weiter geht's mit der Schweiz. Ah, ich habe einfach zu viele Schweizer hier, ne? So. Zu viele doppelte Schweizer. Das Niederlande-Logo habe ich auch doppelt. Mexiko. Guardado. So, und jetzt versuche ich mal noch ein paar. Ich versuche jetzt auch mal die Portugiesen hier voll zu bekommen. Zack, so, dann soll ich, wenn es klappt mit den Tauschanfragen, jetzt schon mal sicher 3 neue Teams voll haben. Die Holländer, die US-Boys, wie ich immer sage, und die Portugiesen. Und jetzt als letztes Team, ja, komm, muss ich auch mal die Engländer hier ein bisschen voll bekommen. Zack, das soll es jetzt gewesen sein. Lass mich mal was gucken hier. Warte mal, kann ich hier noch irgendwas machen? Das war's. Ja, Leute, das war's. Ich habe mich ja so extra gesputet, weil ich habe nicht so viel Zeit. Bald geht's hier los, das Spiel. Ja, drücken wir mal den Deutschen die Daumen, gucken wir mal, hoffen wir das Beste. Und ja, schreibt mir doch in die Kommentare, wie ihr dieses Video gefunden habt. Bitte keine Kommentare zu der Frisur. Ich bin vor kurzem erst aufgestanden. Und ja, ich wünsche euch alles Gute, einen schönen Tag. Couchtiger 29, ciao, tschüss, sayonara und dann bis zum nächsten Mal. Achso, ja, und gebt mir bitte euer Feedback, ja, wie ihr dieses Video gefunden habt. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Video liked und natürlich auch teilt mit anderen Leuten, dass wir vielleicht nochmal so für die nächsten Videos ein paar weitere Zuschauer bekommen, Abonnenten und so weiter und so fort. Und natürlich gebt mir doch auch bitte Ideen, schreibt mir Ideen, ja, was ihr euch vorstellen könnt, was ich in Zukunft auf diesem Kanal alles ja, so anstellen kann, präsentieren kann. Also ich bin da wirklich für eure Vorschläge offen. Damit ist eigentlich auch alles gesagt, ne? Also, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Sascha.